Aha. Freunde, was macht ihr denn hier? Was geht ab, Freunde? Jetzt kommst du wieder auf meinem Kanal. Ja, wie ihr sehen könnt, wir sind heute mal wieder auf einer Sneaker-Messe, in dem Fall hier auf der Hypercon. Und ich will gar nicht so viel labern. Wir gucken mal, was hier so abgeht. Schauen, ob wir vielleicht irgendwas mitnehmen, ob wir irgendwas Cooles finden, was für Leute am Start sind. Und ich würde sagen, korrekt ist korrekt. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go. Hier haben wir auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht, eine Legende hier am Start. Was geht, Bro? Wie geht's dir? Alles gut? Klar? Ja, selbst? Ja, auch. Bin gerade gekommen, ey. Sehr nice. Ja, wir auch. Hast du irgendeine Mission heute? Ich habe eigentlich alles, was ich brauche, denn ich habe einen Nike Calm mir early schon ergattert. Ja. Dann gibt's ein kleines Vergleichsvideo. Alright. Holst du hier auch irgendwas? Ich suche noch einen Formrunner für mich, den Sand in der US 10, aber sonst ganz spontan. Nice, er freut mich auf jeden Fall. Ja, cool. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Alles klar. So. Wir haben auch direkt einen Banger hier, Jungs. Also, ich würde sagen, den kann man sich auf ganz spontan Orino einpacken später. Ja, aber später. Was geht's? Alles gut? Ja, bei dir? Ja, safe. Mittlerweile deine Mami gefunden? Guck mal, was ihr am Fuß habt. Aber wie läuft's so? Du hast sehr gut, ja. Aber die anderen waren ein bisschen besser. Hast du schon gut was verkauft? Ein bisschen was, ja. Ja, ist halt ein bisschen sehr klein, im Gegensatz zu dem, was man sonst gewohnt ist. Und daher ein bisschen komisch. Sonst ist ganz cool, aber. Bruno, ich bin Bruno. Willst du das Foto machen? Ja. Ich bin der Kameramann. Danke dir. Der Bro hier hat ein latest Pickup getätigt. Was hast du dir geholt? Genau. Ja, ich habe mir die schwarzen Noctas geholt. Ah, nice. Also dein neuer Personal? Ja, kann man so sagen, hoffe ich, ne? Ist der used gewesen? Ja, der ist used. Ah, was hast du bezahlt? War bei 165 und ich habe auf 150 runtergegangen. Boah, ey, aber das ist sehr stark. Bro, sehr, sehr krass. Geiles Pickup. Wir sind hier quasi mit dem Man auf der Messe. Hi, ich bin der Fabi von Hypebeats. Ich glaube, viele von euch kennen Fabi. Höchstwahrscheinlich. Und wenn nicht, lernt ihr uns jetzt kennen, weil ihr seid auf unserer Messe und du findest uns. Genau. Also ich finde es sehr, sehr nice. Es könnte noch ein bisschen größer sein, aber ich glaube, in Zukunft kann man das auf jeden Fall noch ausbauen. München krass. In 2 Wochen wird größer. Ja, ich würde gerne nach München kommen, aber es ist ein bisschen zu weit. Okay, aber immer in den Weg von Hamburg hierher. Geil, ja, danke. Safe, safe, safe. Wir kommen ins Alsterhaus auch noch. Alsterhaus, ja. Kommt ihr. Habt ihr nicht sogar mal geplant, in Hamburg einen Store zu machen? Ja, und das wird sich dann zeigen, je nachdem, wie es im Alsterhaus läuft. Okay, okay. Dann würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Seid herzlich eingeladen. Korrekt. Ich danke dir. Sehr gerne. Es ist natürlich auch essentiell, mal eine Trade-Up-Folge zu machen, auch wenn es hier ist ganz spontan ist und wir nur eine halbe Stunde Zeit haben. Ich habe in dem Fall jetzt hier einen Yeezy Slide, den Onyx Colorway, in einer 46. Und den versuchen wir jetzt ein bisschen hoch zu traden. Mal gucken, bei was wir im Endeffekt rauskommen. Was geht? Hi. Moin. Alles gut. Also, pass auf. Ich habe hier einen Yeezy Slide. Schau gerne mal rein. Ist eine 46 vom Onyx. Ist natürlich Deadstock, alles drum und dran. Die Frage ist jetzt, hättest du spontan irgendwas, wo du sagen würdest, ey, ich würde dir jetzt was traden, was vielleicht fair wäre? Was für mich fair wäre, ja? Können wir schon, wir werden uns schon einig, denke ich mal. Okay. Den ersten Trader, den wir hier haben, ist der Jordan 1. Black Gray. Black Gray, schauen wir mal kurz rein. In einer 42,5. Das wäre einmal der Schuh. Wenn ihr mich fragt, sehr schöner Colorway. Gegen den Easy Slide Onyx. Und der Bro hat noch eine Insta-Seite, die gerade am Wachsen ist, sagst du? Am Wachsen, genau. Golden Kicks 85. Ich danke dir auf jeden Fall, ja. Also, ich würde sagen, auf jeden Fall für den ersten Trade-Up sehr, sehr cool. Auch ein sehr cooler Personal, also vor allem auch meine Size. Aber wir gucken mal, was wir noch so finden. Was geht? Habt ihr schon irgendwas geholt? Ey, ich bin gerade am Holen. 4er Lightning. 190. Welche Größe? 42. Aber getragen? Getragen, ja. Aber das ist ein sehr guter Preis, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ich hätte ihn schon länger auf meiner Liste und habe bei Grail schon ein bisschen geschaut so und dachte mir, jetzt so, komm, hier liegt er. Also, ich sag mal so, an deiner Stelle würde ich jetzt sagen, mach das Ding fertig. Ja? Pack den ein. Mach ich, danke. Du auch? Hast du auch schon irgendwas? Ich bin gerade am Fahnden. 4er, Metallic Purple. 42,5, glaub so 300, aber schon used. Okay, aber 300 ist auch ein fairer Preis. Welche Condition? Also, er meinte 8,5, würde ich auch so sagen, so 8, 9. Das würde ich auch sagen. Eintüten das Ding und mitnehmen. Auf jeden Fall. Okay, ne Jungs, auf jeden Fall viel Spaß. Ich wünsche euch was, ja? What is your biggest grail? Travis Scott, I think. This is your biggest grail? So this is yours, I think? Yes, it's ours. But you don't want to wear them? Maybe later. Maybe later. If it stays here, then maybe for wearing. Yeah, yeah, that's it. Was ist dein größter Grail? Ganz schnell sagen. Du weißt es eigentlich innerlich. Ich kann es jetzt echt nicht sagen. Du musst das jetzt sagen. Hau eine spontane Sache raus. Ich glaube, du hättest gern so einen Jack Mühs, so einen pinken. Auch von Chicago? Travis Vierer, oh. Aber die Unreleased. Family Friends, ja. Locken wir den ein? Ja, den locken wir. Siehst du, so schnell geht das. Ja, jetzt schaffen wir das mit dem Trade-Up in einer halben Stunde. Ich komm mal kurz mit. Jungs, schaut euch den Schuh mal an. Habt ihr spontan irgendwas, was ihr traden würdet?
maximal hier von so einem Lowe's, aber ich glaube nicht, dass wir das machen. Sonst habt ihr gar nichts. Okay, ist auch völlig in Ordnung. Ist völlig okay. Ich hätte bloß 2-3 Lowe's so, aber. Okay, ist völlig okay. Trotzdem danke, ja? Gerne. Jungs, ganz los. Ich habe meine Akkus vergessen. Wir machen mit dem Handy weiter. Guck gerne mal rein. Ist eine 42,5. Wenn du sagen würdest, ey, ich habe irgendwas da, was sich für den Trader vielleicht lohnen würde. Ein cooler Jordan auf jeden Fall, aber gegen was willst du traden? Sehr schwierig, weil du hast auf jeden Fall Sachen, die wesentlich mehr wert sind. Teilweise ja, aber wenn ich etwas weggeben würde und du damit auch einverstanden wärst, dann würde ich das hier. Ja, also... Schwer. Schwierig, ja. Schwer. Also ist an sich ein nicer Colorway, aber der ist schon cooler. Der ist sehr cooler. Da gebe ich dir recht, deswegen wäre es auch zu meinem Vorteil gewesen. Aber genau. Sonst wäre da er mir nicht zum Herzen liegt. Kann ich auf jeden Fall verstehen. Danke dir trotzdem. Gerne. So Jungs, die Messe macht jetzt schon zu, die Zeit ist irgendwie übelst gerannt, ich weiß nicht warum. Trade-up-mäßig sind wir immer noch beim Jordan 1er Wash Black. Ich würde sagen, wir führen das auf jeden Fall weiter in der nächsten Folge. Sprich, wenn wir auf der nächsten Sneaker-Messe sind. Ich glaube, der Vlog ist ein bisschen kurz geworden. Trotzdem danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, haut rein und bis zum nächsten Video. Tschüss.